Schau. Das ist mein erster großer Erfolg als Trainer und ja, danke schön. Also muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, was sie über die ganze Saison geleistet hat. Das war schon toll gewesen, das war klasse. Haben auch verdient, glaube ich, die Meisterschaft jetzt gewonnen und ja, bin einfach nur stolz auf die Jungs. Du hast ja einen Zweijahresvertrag unterschrieben hier bei Club Italia. War das eigentlich Voraussetzung der Aufstieg? Ja, das ist immer einfacher gesagt als getan. Also klar war mein persönliches Ziel. Natürlich komme ich nicht hierher, um im Mittelfeld rumzukrebsen, sondern ich komme her, weil ich natürlich, sage ich mal, jemand bin, der gerne gewinnt. Und ja, und deswegen war mein persönliches Ziel natürlich, um den Aufstieg mitzuspielen. Das war auch ein bisschen knapp mit Brandenburg gewesen oder auch Liria, die ja teilweise oder bis fast zum Schluss mitgehalten haben. Aber unterm Strich, sage ich jetzt mal, der Mannschaft so eine tolle Leistung hätte ich anfangs nicht zugetraut. Umso näher, umso mehr ich die Mannschaft kennengelernt habe, umso klarer wurde mir, wir können das eigentlich nur selbst schlagen. Und deswegen großes Kompliment an die Mannschaft. Jetzt kommt die Landesliga. Seid wahrscheinlich schon mitten in den Vorbereitungen, Spielerbeobachtung, ja, Probetraining. Wie sieht es denn da aus? Gibt es schon neue Spieler zu vermelden? Nein, im Moment nicht. Ich habe auch gesagt, ich will die Meisterschaft jetzt in aller Ruhe zu Ende spielen. Die letzten zwei Spiele versuchen nochmal zu gewinnen. Heute haben wir den ersten Schritt gemacht wieder. Und dann guckt man natürlich, sage ich mal, nach der Saison, wie es dann weitergeht. Soll die Landesliga nur eine Durchgangsstation für die Berliner sein? Ja, das ist, musst du genauso kämpfen, laufen, fighten wie in dieser Liga und es wird uns nicht einfach gemacht. Man muss auch mal dazu sagen, Schiedsrichter waren auch nicht immer so sehr positiv auf Club Italia zu sprechen. Also hast du da gegen 12 gespielt gehabt und das versuche ich der Mannschaft immer mitzugeben, dass man immer erstens auf sich selbst gucken muss und was andere machen, das sollte uns nicht interessieren, sondern wir müssen unsere Leistung abrufen, sag ich, und dann ist, kann man erfolgreich sein. Nur so kann man dann auch dann versuchen, gleich wieder im oberen Mittelfeld mitzuspielen. Und schon mal zum Aufstieg und zur Meisterschaft. Ja, bedanke ich mich echt herzlich. Ja. Geht es Ihnen jetzt teurer in der Landesliga? Naja, wir sind stark am Verhandeln mit den Spielern, haben vieles Dach und Fach gebracht und wir hoffen nicht, aber es wird sich sicherlich nicht vermeiden lassen, ganz klar. Jetzt hat der Ike Hester ja einen Zweijahresvertrag. Ne? War das ein Muss, der Aufstieg? Naja, ich sag mal, aus unserer Sicht war es schon immer ganz klar, wenn man sich so einen Trainer holt, dass man natürlich nicht irgendwo rumdümpelt, was ich schon mal gesagt habe, dass man klare Ziele haben muss, um letztendlich das, was wir mal früher ausgerufen haben, und sukzessive nach oben zu arbeiten, dass man da auch natürlich uns so langsam durchwurschteln und mal schauen, was machbar ist. Der Druck wird natürlich dadurch größer, ja? Neue Spieler zu nominieren bzw. einzukaufen, ne? Ist man dafür gewappnet im Verein? Na, eins ist natürlich auch klar, wenn man so eine Aufgabe angeht, dann hat man natürlich auch gewisse Pläne und Ziele. Wir lernen von Tag zu Tag dazu. Wir lernen von anderen Leuten, die dazukommen, die Erfahrung haben. Und ich glaube, wir stellen uns nach und nach und sukzessive ganz gut auf. Gibt es denn jetzt auch schon ein Ziel so in 2 Jahren, wo man da hin möchte? Naja, Ziele, die sind ja schon mal damals, als wir den Thomas geholt haben, ja schon mal ausgerufen worden. Ich würde mal sagen, heute ist eigentlich ein Grund dafür zu sagen, wir haben den ersten Schritt davon erreicht. Wir werden uns die nächsten Tage zusammensetzen. Die Verträge der meisten Spieler sind alle schon geschrieben. Es kommt noch einiges dazu, was wahrscheinlich auch nochmal ganz gut für uns sein wird. Italienischer Nachwuchs und was dazu kommt. Und dann stellen wir uns neu auf, machen einen neuen Plan für die Saison und werden unsere Ziele dann vom Vorstand klar ausrufen. Okay.